Willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Wir befinden uns auf Route 23, auf der wir im letzten Part einige Pokémon gefangen haben, die uns noch gefehlt haben in unserem Pokédex. Und mich fällt hier schon wieder einiges an. Menschenskinder, hier ist ja Betrieb. Jetzt, wo wir hier fertig sind, werde ich regelrecht heimgesucht. Was ist denn das für ein kleiner Weg, der nirgendwo hinführt, außer zum Wasser? Okay, gut. Ich würde sagen, wir schauen uns hier nochmal um, würde aber erstmal sagen, dass wir alles haben, was hier so rumkreucht und fleucht. Wir werfen nochmal einen Blick ins Pokédex. Aber wir sollten alles haben, was es hier gibt. Beziehungsweise alles bis auf Nidoqueen. Genau, bei den Ratten-Pokémon komme ich ja immer mal durcheinander, aber das haben wir tatsächlich noch nicht. Dann müssen wir das natürlich noch nachholen. So. Hallo, Nidoqueen. So. Die Queen ist aber auch gealtert, muss man sagen. Ah. Ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Bestritt ja schon ihr saphirnes Thronjubiläum. Da kann man das verzeihen. Jetzt das freche, federlose Federvieh hoppelt hier durch die Gegend. Du bist eine Ratte und kein Hase. So. Hart, aber fair. Das musste mal ausgesprochen werden. So. Ah. Direkt ein zweiter fabelhafter. Das ist ja hier. Frech. Großartig, ob das reicht. Denn die Queen ist wählerisch. Ah, hat gereicht. Sehr gut. Nidoqueen ist gefangen. Damit wäre das ebenfalls geschafft. Sehr, sehr schön. Gut, gut. Wunderbar. Da hatten wir doch noch nicht alles. Nidoqueen, das Bohrer-Pokémon. Nidoqueen besitzt einen robusten Körper, der von harten Schuppen bedeckt ist. Diese scheinen immer wieder nachzuwachsen. Interessant. Das wäre also das gewesen. Und sonst? Die kleinen Ratten haben wir aber alle gehabt. Richtig? Die hatten wir, glaube ich, alle. Ich schaue nochmal ins Pokédex, aber das sollte erledigt sein, wenn ich mich recht erinnere, genau. Das weibliche Nidoran haben wir, Nidorina auch und jetzt Nidoqueen. Also die Reihe ist komplett. Ah, es fehlt noch Nidoking. Nach dem müssen wir noch Ausschau halten. Ist das auch hier zu fangen, Habitate? Tatsächlich, okay. Dann gucken wir nochmal, ob das auftaucht. Wäre natürlich sehr, sehr gut. Sollte aber eigentlich. Des Weiteren muss ich auch noch eine kleine Änderung hier im Team vornehmen. Denn Pummeluff entwickelt sich gar nicht durch Level-Ups, sondern durch einen Mondstein, wie ich rausgefunden habe. Und somit würde ich schauen, werfen wir mal einen Blick in unser Inventar, ob wir einen solchen besitzen. Wenn nicht, müssen wir einen im Einkaufszentrum kaufen. Tatsächlich, wir haben keinen. Wundervoll. Alles, was wir erstmal nicht so brauchen, das besitzen wir an Evolutionssteinen. Ja, lassen wir es im Team. Ja, wir lassen es erstmal im Team. Dann würde ich das auf jeden Fall noch machen in diesem Part. Aber erstmal warten wir hier noch auf Nidoking. Ich weiß nicht, soll ich mir ein bisschen die Kraft von Lockparfüm zunutze machen? Ich hatte ja Top-Lockparfüm. Ich benutze ja die ganze Zeit das normale, oder? Oder wie war das? Moment. Da schauen wir mal nach. Oder benutze ich besseres? Ach, ich benutze sogar schon das Super. Ach, das wirkt nur länger. Ich war mir gerade nicht sicher, ob das vielleicht auch
Weiterentwicklungen verstärkt anlockt. Aber wohl nicht. Aber sag mal, dich hatten wir schon, oder? Hatten wir Kokowai schon? Ich glaube schon. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Verdammt. Und wenn nicht, haben wir ein weiteres. Aber, ja genau. Danke sehr. Sei doch so lieb und stell dich in die Mitte. So. Wundervoll. Aber mit fabelhaften Würfen läuft's. Ja. Eine Punktlandung. Sehr, sehr schön. So. Gut, gut. Blutsauger will Paras lernen. Angucken werden wir es uns sicherlich. Eine Käferattacke. Die Hälfte des zugefügten Schadens wird dem Anwender gutgeschrieben. 80, 100. Mhm. Das ist was, was man durchaus machen kann. Gegen Absorber, würde ich sagen. Ja. Ist ja praktisch dasselbe, nur stärker. Und vom Typ Käfer. Okay, das wäre also das. Und es wird endlich Zeit für Shilock, sich zu entwickeln. Auf Level 36 ist es soweit. Nanu, Shilock entwickelt sich. Sehr schön. Zu Turtok natürlich. Dein Shilock wurde zu einem Turtok. Sehr gut. Dann ist diese Mission auch endlich vollendet. Turtok, das Panzertier-Pokémon. Nachdem es einen Gegner anvisiert hat, greift es mit einem Wasserstrahl an, dessen Druck höher ist als der eines Feuerwehrschlauchs. Mhm. Imposant. Und wir hatten es tatsächlich noch nicht, obwohl ich wirklich fast sicher war, dass wir es schon haben. Aber wir haben es noch nicht gehabt. Gut, gut. Kokowai, das Palmfrucht-Pokémon. Der Schrei dieses Pokémon ist ohrenbetäubend, weil jeder seiner drei Köpfe sagt, was er denkt. Oh je. Das klingt wirklich nicht gut. Interessant, dass dieses Pokémon wohl auch sprechen kann. Aber vielleicht eine ganz eigene Sprache. Das weiß man halt nicht. Nein, nein. Ibitak, dich brauchen wir definitiv nicht mehr. Und ich sehe gerade, wir sind ja in Pokéball-Not fast schon. Na, sowas. Aber Nidoking lässt sich irgendwie gerade nicht so wirklich blicken. Haben wir hier vorne vielleicht mehr Glück? Ah, gerade nicht. Hoffentlich lässt es uns nicht mehr allzu lange warten. Wäre sehr ärgerlich. Ah, da erscheinen die mittleren Ratten. Aber Nidoking brauchen wir noch. Wir sprühen uns nochmal richtig ordentlich ein. Mit blöde Chanel. Und dann sollte der Hase schon laufen. Oder eher die Ratte. Na? Hm. Unhöflich. Aber ich finde es auch sehr interessant, dass manche Ibitak auf der normalen Höhe fliegen und nicht auf der Buggy-Höhe. Das ist ja interessant. Hm. Es ist und bleibt ein Rätsel. Nein, Nidoqueen, dich brauchen wir nicht mehr, aber jetzt hat mich, glaube ich, genau Ibitak berührt. Nee, nee. Dich haben wir schon. Nur die Queen will vorlieb nehmen mit uns. Der King aber nicht.
Zitze. Nun gut. Dann würde ich behaupten, werden wir erstmal versuchen, einen Mondstein zu kaufen, um Pummeluff endlich zu entwickeln. Und dann kommen wir nochmal hierhin zurück und warten auf Nidoking. Wenn es einfach nicht spawnen will, dann gucken wir, ob wir es vielleicht über eine Entwicklung bekommen. Aber es wäre natürlich zeitaufwendiger. Am besten wir fangen es einfach, aber es will sich einfach nicht blicken lassen. Aber die unterschiedlichen Pokémon haben natürlich auch unterschiedliche Spawnraten. Und die von ihm ist wohl relativ gering. Während die von Nidoqueen noch relativ human ist. Aber das ist schon langsam echt grenzwertig. Aber wenn, haben wir, glaube ich, unten Glück. Denn da tut sich mehr als oben. Ich würde es schon gern noch mitnehmen. Denn ich denke, dann hätten wir Route 23 abgeschlossen. Das wäre natürlich schon schön. Na komm, zeige dich. Willst du mich nicht sehen? Bin ich denn wirklich so hässlich? Ich hoffe nicht. Und ich habe doch extra blöde Chanel aufgetragen. Also bitte, das Zeug ist verdammt teuer. Ich habe mir den großen Flakon gekauft. Extra für dich. Komm schon. Oh, jetzt muss ich wieder ein Beschwörungsritual abhalten, oder wie darf ich das verstehen? Muss ich wieder einen Ritualmord durchführen, damit dieses blöde Pokémon erscheint? Wer sagt's denn? Ein winziges, aber immerhin. Nidoqueen, da haben wir es ja. Es ist doch kein Kinderopfer nötig. Finde ich sehr gut. So. Ach herrlich, guck mal. Dafür war es aber auch wieder eine Punktlandung. Sehr, sehr schön. Ganz nach meinem Geschmack. Wundervoll. Sehr schön. Ebenfalls nicht schlecht. Sehr gut. Gut. Es ist auch für Paras endlich Zeit. Nanu, Paras entwickelt sich. Hoffentlich nicht zu einem Parasiten. Badumts. Nein, zu einem Parasek. Sehr schön. Parasek, das Pilz-Pokémon. Der Pilz auf Paraseks Rücken nutzt das Pokémon als Wirt und entzieht ihm Energie. Es scheint, als habe er die Kontrolle über das Pokémon. Oh, also doch Parasiten am Werk hier. Und er hat keine Pupillen. Glaskörper reichen auch. Okay. So, und natürlich Nidoqueen. Nee, warte, was? Was? Hä? Ich weiß auch nicht, was ich mit den Ratten-Pokémon habe. Ich komme bei denen immer durcheinander. Es ist total schlimm. Natürlich war das Nidoqueen. Das stimmt schon. Wir suchen ein violettes Nidoking. Oh. Und das ist doch gespawnt, oder nicht? Ich weiß auch nicht, warum die mich so derart aus dem Konzept ging. So ein spawnte doch vorhin, oder nicht? Und ich dachte, es wäre ein Queen. Oh, Gottchen.
diese Pokémon. Ich bin so froh, wenn ich diese Entwicklungsreihen abgeschlossen habe. Die bringen mich so um den Verstand. Also muss doch nochmal blöde Chanel her. Ist hier die ganze Zeit schon aktiv. Und wir können eigentlich schon mal Teamveränderungen vornehmen. Denn Parasek ist ja jetzt durch. Aber das können wir auch noch ein anderes Mal machen. Ich will jetzt Nidoking haben. Ja, nochmal. Volle Dröhnung. Richtig einnebeln. Erbarmungslos. Erscheine nochmal. Komm schon. Aber bis auf diesen kleinen Ausrutscher lief unsere Entwicklungstour doch bisher sehr positiv, muss man einfach so sagen. Nur der King fehlt eben nach wie vor. Hier oben vielleicht? Ah, nee. Nur ein Obei. Nee, Queen wieder. Müssen wir das wirklich uns am Ende über eine Entwicklung holen? Weil ich völlig durcheinander gekommen bin. Mit den Farben? Nein. Aha. Nach 20 Minuten warten ist nun endlich... Oh, nicht du. Ist nun endlich ein Nidoking gespawnt und ich hoffe sehr, es ist... Es ist weg. Weil ich das Nidorino berührt habe. Es hat so lange gedauert. Naja. Ich bin mit so 99,9% sicher, dass wir vorhin schon mal eins gesehen haben, aber hielt es für das Falsche und habe es deswegen ignoriert. Und das Nidoqueen eben gefangen und es für das richtige Pokémon gehalten. Aber da haben wir uns nicht unseren Zielfisch geangelt. Der ist mir gerade vom Haken gesprungen. Diese Pokémon-Reihen. Diese beiden. Ich weiß nicht. Die drei Elementarvögel zu fangen, war wesentlich einfacher. Wesentlich einfacher. Ob das so sein soll, ich weiß es ja nicht. Aber dieses Pokémon hat wirklich eine ganz schön sportliche Spawnrate. Also es hat wirklich ewig gedauert, bis ich eins sehen ließ. Ich wollte eben auf direktem Wege dorthin hechten. Und dachte, ich kriege das hin. Und habe doch das Falsche berührt. Ja. Hoffen wir, dass mein Pechvolumen verbraucht ist, aber das ist nie verbraucht. Das Pechvolumen verbraucht sich nie. Das Glücksvolumen dafür umso schneller. Aber ich werde nochmal warten. Und dann hoffentlich bei der dritten Gelegenheit mein Nidoking fangen. Bis gleich. So, ihr Lieben. Jetzt schnappen wir es uns. Ohne Wenn und Aber. So, soll ich ihm eine Beere geben? Ich habe zwei Himbeeren, dann bekommt es die auch. Eine jedenfalls. So. Hat zwar nicht unbedingt geholfen und ich muss mit den Bällen aufpassen, denn davon haben wir ja keine zu verschenken aktuell. Ich hoffe, das klappt. Drückt mir alle Daumen und Fußzehen, die ihr so habt. Es könnte ein bisschen wilder werden. Ein wirklich wilder Ritt. Aber das sollte uns gelingen. Jawohl, wir haben es geschafft. Welch eine abgrundtief schwere Geburt. Aber wir haben es hinbekommen. Sehr schön. So, Risikotackle will Pummeluff werden.
Nö. Nö, da sagen wir gepflegt, nö, brauchen wir nicht. So. Jetzt bekomme ich meinen Nidoking Pokédex-Eintrag. Nidoking, das Bohrer-Pokémon. Dank seiner stahlharten Haut kann es Gegner besonders effektiv rammen. Mit seinem Horn spaltet es sogar Diamanten. Ah ja, und selten ist es auch noch dazu. So, da kommen wir doch aber ganz gut voran. Das sollte es damit endgültig von Route 23 gewesen sein. Dann werden wir erneut einen Blick in unser Pokédex werfen und dort herausfinden, welches Pokémon als nächstes entwickelt werden möchte. Da hätten wir Sandan oder auch Dikda. Das könnten wir auch machen. Genau. Da schauen wir mal. Turtok kann hier raus und Pummeluff. Somit sind drei Slots dann sogar frei, Parasekt ja auch. Beziehungsweise um Pummeluff kümmern wir uns also erstmal zwei. Dann kommt erstmal Turtok weg im Austausch gegen Dikda. So machen wir das. Würde ich sagen. So. Wir sollten ja mindestens eins rumfliegen haben. In den Untiefen unserer Pokebox. So, wo haben wir eins? Wo haben wir eins? Nee, das ist mir zu weit. Sollte doch relativ weit oben sein eigentlich. Da haben wir welche. Und auch das Alola. Das will ja auch entwickelt werden eigentlich. Deswegen 17, 18. Da kommt natürlich das 18er ins Team. Gegen Turtok. Und dann nehmen wir das andere. Das ist immerhin 25. Levelig oder so. Und das kommt für Parasekt ins Team. Dann entwickeln wir die beiden. Genau. Und um Pummeluff kümmern wir uns jetzt. Wir reisen nach Prismania City, wo wir das Einkaufscenter besuchen werden, in der Hoffnung, dort einen Mondstein kaufen zu können. Denn es gibt dort ja ein Evolutionssteingeschäft. Aber ob die eben da auch Mondsteine speziell verkaufen, das wird sich zeigen. So. Also, das ist es nicht. Nee, das waren die Apartments. Ich will irgendwie immer in die Apartments rein. Nein, das Einkaufscenter ist natürlich noch prachtvoller. Vor beziehungsweise hinter einem Springbrunnen. So. Trainerabteilung ist es ja dann. Genau. Wir wollen in die Trainerabteilung. So. Mal sehen, ob sie das Objekt unserer Begierde haben. So. TMs will ich nicht kaufen. Bei dir? Du bist ein normaler Händler. Na, sowas. Nee, TMs brauchen wir nicht. Entwicklungssteine konnte man auch kaufen. Was? Nur TMs. Sowas. Ein Verbrechen. Konnte man die denn doch? Nee, gerade tatsächlich nicht. Wir müssen auch noch neues Parfüm und neue Pokebälle kaufen. Aber Sekunde mal. Was genau verpasse ich? Oder war das hier? Wenn doch nur endlich jemand mir zur Hand gehen würde. Rechte Hand willst du haben? Haben wir das? Moment. Haben wir das nicht als TM? Jedenfalls kann es irgendeines unserer Pokémon definitiv ausführen. Nee, aber ob wir es als TM haben, will er wahrscheinlich. Rechte Hand. Soll es jemandem beibringen? Und es ihm vorführen?
endlich jemand mir zur Hand gehen würde. Confused. Wo konnte man Entwicklungssteine kaufen? Hier? Ah, oh, hier war's. Aber guess what? Sie haben keine Mondsteine. Herrlich. Haben wir einen Blattstein? Zwei sogar. Davon haben wir zwei, einen. Okay, die haben wir alle. Das sollte reichen. Und wir wissen jetzt, das ist in dieser Etage mit den Geschenkartikeln zu haben. Stimmt. Okay, gut. Das ist in der Tat blöd. Also zurück ins EG. Wenn man sie nicht kaufen kann, dann muss man sie finden. Und das ist irgendwo in Saffronia City möglich. Da soll eine rumliegen. Also auf in jene Stadt. In den Nachbarort. Und da soll sich so ein Stein verbergen. Ich bin mal gespannt, wo genau. Da ich ja eigentlich alle Items, die ich sehe, direkt einsammle. Ein bisschen seltsam ist es schon. Vielleicht in der Sylph Company. Hab ich's im Eifer des Gefechts vergessen oder übersehen. Weil so kann ich mir nicht vorstellen. Naja, wir gucken uns nochmal um. Du weißt bestimmt schon, was das ist. Mit TM40 kannst du einem Pokémon die Attacke Psychokinese beibringen. Mit ein bisschen Glück senkt sie zusätzlich die Spezialverteidigung des Ziels. Es wäre schön, wenn man das auch vorhersehen könnte. Danke, aber nicht das, was wir suchen. Da hätten wir das Poké-Center. Warum kann es die nicht einfach zu kaufen geben? Es wäre zu leicht. Wahrscheinlich sucht sie auch ein und starrt deswegen depressiv auf die Blumen und hofft auf bessere Zeiten. Ich kann es verstehen. Ich kann es sehr gut verstehen. Bitte hab du einen. Und vielen Dank für deinen Brief. Ich möchte dich so schnell wie möglich treffen. Hey, mein Brief geht dich nichts an. Du Stalker. Die Nachahmerin ist echt süß. Ich habe gehört, dass sie ein großer Pipi-Fan ist. Wenn ich mal eins fangen sollte, werde ich sie dir gleich zeigen. Ein großer Pipi-Fan. Besitzen wir jedes Pokémon? Bin nicht sicher. Doch, da haben wir doch eins. Das wollen wir mal kurz dem Team hinzufügen gegen Pummeluff. Und es ihr zeigen. Vielleicht gibt es mir dann ja einen Mondstein. Ich hoffe es. Glaube es aber nicht. So, Pipi. Holen wir hervor. Guck mal da, was ich für ein fancy Pokémon habe. Ja, nee. Die Nachahmerin. Da waren wir doch auch schon, natürlich. Das kam mir gleich so bekannt vor. Aber ich wusste nicht mehr, ob es mit Pipi war, genau. Aber es war natürlich Pipi. Ja, dann passt das. Wir holen aber hervor. Dicta, geht das? Okay. Sieht sehr interessant aus. Ist ja gerade ein Schützling von uns. Deswegen geht das. Gut, gut. Da haben wir auch die dazugehörige Meistertrainerin.
aber wir müssen alles in Betracht ziehen. Vielleicht bekommen wir ihn ja auch von einem Charakter. Viele Leute sind aus Afronia City geflüchtet, aber jetzt sollte es wieder eine geschäftige Stadt werden. Bestimmt. Hallo? Zu unserem Leidwesen ahmt unsere Tochter gern Leute nach. Deswegen nennt man sie in der Nachbarschaft nur die Nachahmerin. Stimmt, das war das. Genau, und da geht's hoch. Das habe ich gesucht und das haben wir schon erledigt. Das war das. Als ich gehört habe, dass Team Rocket die Sylph Company überfallen hat, bin ich sofort auf meinem Taubass hergeflogen. Die Sache hat sich schon erledigt? Schade. Weißt du, ich hatte gehofft, etwas von dem Drama mitzuerleben. Ah ja. Auch ältere Leute sind noch auf der Suche nach Drama, nach Tee. Ja, ja. Verständlich. Aber Dick da sieht so lustig aus, wie es sich fortbewegt. Ein sausendes Loch, aus dem ein Würstchen rausguckt. Es ist einfach ein Anblick für sich. So. Und du? Du bist der Champ. Was bedeutet, dass du Bruno in einem Kampf besiegt haben musst? Dann habe ich eine Frage an dich. Wie bekommst du deine Haare so hin? Ich muss meine verstecken unter diesem Pseudopiratentuch. Sein Bizeps. Wie sah sein Bizeps aus der Nähe aus? Hast du mal gefühlt? War richtig schön hart und prall und schweißüberströmt? Oder eher so wie deiner? Okay. Darauf habe ich jetzt nicht so geachtet. Sieh an, wenn das mal nicht der Champ ist. Ich habe gehört, du hast Lorelei besiegt. Kaum zu glauben, dass jemand noch cooler sein kann als sie. Na, siehste? Ich habe gehört, dass der mysteriöse Arenaleiter von Britannia City der Boss von Team Rocket war. Und so einen furchteinflößenden Gegner hast du einfach so besiegt? Ich glaube, ich bin gerade ein Fan geworden. Mein Fanclub wurde aber auch mal Zeit. Aber du bist doch Skalium. Skalium, der Champ. Der Champ steht vor mir. Krieg ich dein Autogramm? Mein Autogramm? Ein Autogramm von mir? Ja, klar. Gebe ich doch immer gerne. Ich kann es absolut verstehen, dass Leute zumindest für einen Moment in meinem Schatten stehen wollen und einen Funken meines unendlichen Glanzes abhaben möchten. Ich kann es wirklich nur verstehen. Ja, aber da ist wieder eine Chance, einen Mondstein zu finden dahin. Du wirst mir doch wohl nicht eingeben, oder? Willst du kämpfen? Er hat mich doch schon gesehen, hatte aber nicht so unbedingt Interesse. Im Zweifelsfall holen wir Pikachu mal an die Spitze. Der in gar nicht mal so gutem Zustand ist, will er überhaupt kämpfen? Team Rocket wurde von den Kindern besiegt. Unfassbar. Nee, will er gar nicht. Er dreht sich nur so zum Spaß an der Freude. Dann tackern wir ihn mal fest, damit der nicht mehr irritiert. Und du? Der Boss von Team Rocket ist aus dem Gebäude von der Sylph Company geflohen. Ich hab's selbst gesehen. Hurra, Team Rocket ist fort. Endlich fühlt man sich auf der Straße wieder sicher. Und du, Handwerker? Safronia City hat einen unheimlich großen Stromverbrauch. Da ist es umso wichtiger, dass die Anlagen ordnungsgemäß gewartet werden. Und du? Hier in Kanto gibt es zwar keine entsprechende Arena, aber Stahl-Pokémon faszinieren mich einfach ungemein. Sie eignen sich hervorragend im Kampf gegen Feen-Pokémon, weißt du? Ja, schön und gut, aber... Wo könnte ich einen herbekommen? Wo könnte sich hier einer verstecken? So oder so, ihr Lieben. Wir werden jetzt in ein ganz normales Geschäft gehen und dort neue Pokebälle kaufen. Die brauchen wir auf jeden Fall. Und da wissen wir, wo wir sie herbekommen. Von
dem Dealer unseres Vertrauens. Ich meinte natürlich Verkäufer. Ins Pokécenter könnten wir auch, aber das ist gerade nicht so akut. Erstmal geht es gen Laden. Dass wir wenigstens das Nötigste wieder haben. Also Pokebälle und auch Parfüm. Und zwar nur, ihr wisst es, feinstes blöde Chanel. Kein anderes akzeptiere ich und kein anderes akzeptieren auch die Pokémon. Die haben schließlich auch Ansprüche. So, da ist das Geschäft. Nachdem wir tausendmal drumherum getänzelt sind. Aber das war natürlich alles Absicht und alles Teil eines Rituals. Natürlich. Wir wollen tatsächlich kaufen. Und zwar Hyperbälle. Und zwar... ja. Machen wir mal 70 Stück. Das sollte passen. Oh, danke, wie großzügig. Wie in der Apotheke, wenn man ein Tempo bekommt. Eine Packung. Aber darf man ja gar nicht mehr. Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten darf man ja keine Gratisgeschenke mehr bekommen. Ja, ne? Und somit sind die schönen Zeiten auch vorbei. Top-Tränke. Mal wieder 5 dazu. Da haben wir 19, ja. Dann fehlt noch Top-Parfüm. Genau das. Und zwar... ach ja, 50 Stück. Wir sind ja nicht knauserig. Wundervoll. Gut. Nee, erstmal nicht. Ihr Lieben, das soll's für heute gewesen sein. Nach dem Rattendrama haben wir doch einige neue Pokédex-Einträge erhalten können. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.